Sobald der Mensch in Zorn gerät, gerät er in Irrtum. Von der Tengoku-Bergkette umschlossen, haben zwei Dörfer das Bestreben, sich zu entfalten. Das im Westen liegende Dorf des Kemuri-Clans war für seinen Reichtum und den florierenden Handel bekannt. Das Oberhaupt der Kemuri erwartete strikte Unterwerfung und Loyalität von seinen Untertanen. Im Osten liegt das in einen Berg gemeißelte Dorf der Ishi. In diesem abgeschotteten Teil Tengokus können nur die Stärksten überleben. Generationen der natürlichen Auslese brachte die belastbarsten Bergbauern, Jäger und Räuber zutage. Ein blutiger Krieg brach aus. Der Ishi-Clan mit brachialer Kraft und Widerstandsfähigkeit gegen die Strategien und Geschwindigkeit der Kemuri. Der Wintereinbruch legte den Konflikt auf Eis. Beiden Clanführern wurde bewusst, dass sie ebenbürtige Gegner waren. Dieser Krieg hätte fast ihren Untergang bedeutet. Die Vorräte beider Dörfer waren knapp, die Felder vereist. Das veranlasste die Clanführer, die schwachen und armen Bewohner zu verbannen, um das Überleben der Kernfamilien zu sichern. Kaum hatten sich die Dörfer einigermaßen erholt, wurde das wertvolle Medaillon der Kemuri-Familie gestohlen, das bedeutendste Symbol ihrer Macht. Die Beschuldigungen störten die neuen Verhältnisse und der Krieg drohte wieder zu entfachen. Man einigte sich auf einen Kampf um Leben und Tod zwischen den zwei stärksten Kriegern der Dörfer. Keine Waffen. Der Verlierer musste sich dem Gewinner bedingungslos unterwerfen. So bereiteten sich die Krieger auf ihren Kampf vor. Dem stärksten Krieger der Ishi wurde die beste Steinpanzerung des Dorfes angelegt. Die Rauchninja des Kemuri-Clans sind für ihre schnellen Schattenangriffe bekannt. Somit fiel die Wahl auf den klügsten und schnellsten von ihnen. Den Sohn des Oberhauptes. Die Tengoku-Brücke. Ein heiliger, schicksalsträchtiger Ort. Der Kampf sollte hier enden. Der Stärkere hat gewonnen. Es ist vorbei. Nie wieder Krieg. Doch es sollte nicht sein. Das Medaillon der Kemuri war im Besitz eines unbekannten Ninjas, im Mondlicht hell erleuchtet. Ein neuer Clan wuchs auf dem verbrannten Boden, den der Krieg hinterlassen hatte. Die Überlebenden der damals verstoßenen Sporen Rache. Es war nicht schwierig, die beiden eitlen Clans gegeneinander auszuspielen. Jetzt ist es soweit. Wir, die Verstoßenen, die Kasai, reißen Tengoku an